Herzlich willkommen zu einer Folge Bonds of the Skies Part 2. Wir wollen heute in den Wald gehen. Im letzten Part haben wir uns ausführlich in der Stadt umgeschaut und waren auch auf der Oberwürde an einigen Stellen. The herbs should be red, okay? Rote Kräuter, da unten sind sie auch schon. Und da ist gerade ein Gegner durchs Bild gelaufen. Das heißt, es gibt scheinbar keinen Random Encounter. Sehr schön. Wir sollen für... Warte, habe ich den Namen vergessen? Für irgendein Mädchen Kräuter aus dem Wald holen. Das machen wir jetzt mal. Ah, maybe they're over there. Nee, wie kommst du darauf? Ah, this is hard work. Why do I have to do things like this? Why? Heul nicht rum. Coastal Forest. Okay, so hier kommt man wieder hoch, alles klar. Hä? Oh, doch, Random Encounter. Ah, gefällt mir nicht. Ich habe gehofft, es gibt keinen, aber okay, gut, dann halt doch. So, hier ist schon mal eine Truhe versteckt. You gain 8 Jelly, sehr schön. Es gibt scheinbar auch wieder so Sammelpunkte, wie auch in Boarheit, okay. Wie auch schon in Chronos Arc. Also eigentlich ist das Spiel quasi irgendwo der Vorgänger von Chronos Arc, weil es früher rauskam. Glaube ich zumindest. Deswegen hat Chronos Arc eher alles von dem Spiel nachgemacht. Ja, ja. Es gab auch nicht schon 1000 JRPGs vorher, die sowas wie das Spiel gemacht haben hier. Nein, nein, niemals. Ihr hört noch... Ich bin nur noch ein bisschen erkältet. Tut mir auch leid, aber... Ich... möchte dieses Spiel weiterspielen. Und... Diese Kampfanimation ist echt scheiße. Man macht so eine kurze Animation, dass man weiß, dass es gerade in den Kampf geht. Hier denke ich immer, hey, was lädt das Spiel jetzt gerade? Nein, das ist ein Kampf. Das ist so komisch einfach. Aber ja, ich wollte das Spiel einfach weiterspielen. Mint, sehr schön. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Ganz ehrlich, das mit dem Random Encounter macht mir das Spiel ein bisschen kaputt. Ich habe gehofft, es gibt keine. Vor allem, wie es hier nur ein paar Panchos gibt, weil... Nee, Panchos heißen die, oder? Egal. Weil wir müssen ja für die Mission, die wir haben, noch andere Monster kaputt hauen. Wo geht's hier bitte weiter? Oh, er ist ausgewichen, krass. Moment. Wir können mal kurz ins Missionsbuch gucken. Das waren ja... Hier, Spirit und Slime Suppression. Wo geht's hier weiter, wenn ich blind? Ist hier noch ein Weg irgendwie? Ach, wahrscheinlich ist das hier... Moment, kann man hier unten durchlaufen? Ja, scheinbar. Okay, das klappt perfekt. Das sieht man auch sehr schlecht, finde ich. Aber okay. Ist nicht so schlimm. Geht's hier noch rein oder so? Nee. Oh, da haben wir einen Spirit. Guck mal an. Und wir leveln sehr, sehr schnell auf, muss man mal so, by the way, anmerken. Ich habe auch so ein Gefühl, dass die Panchos unterschiedlich viel EP geben. Manchmal geben die mehr, manchmal weniger irgendwie. So, jetzt haben wir einen Kristall. Master Sander says that further on from here, there's a place called the Outside World. But you can't get there unless you have items that let you walk across the water. I'd like to go there sometime. Okay, was ist das jetzt hier für ein Kristall? Ach, Heilung oder was? Ja, sehr schön. Okay, das ist sehr schön. Ups, das wollte ich gar nicht nochmal. Dann kommt jetzt bestimmt ein Bosskampf, oder? Wenn hier schon so ein Safe-Kristall ist. Dann bin ich mal gespannt, wie das Boss-Theme in dem Spiel ist. Weil das normale Battle-Theme mag ich ja sehr gern, obwohl man es halt immer nur 3 Sekunden gefühlt hört. Sogar noch weniger eigentlich. Aber ich finde es prinzipiell echt ganz cool. So. Ich glaube, hier geht es schon runter zu dem Kraut, oder? Ja, genau. Aber das möchte ich noch nicht. Ich will erst mal gucken, was bei dem anderen Weg gewesen wäre. Wahrscheinlich nur eine Truhe und das hier. Ja, sehr schön. Aber... Das ist echt ein ganz hübscher Wald, wie ich finde. Definitiv. Also optisch passt das Spiel wieder. Ist genauso hübsch wie Chronos Arc. Ich würde sogar noch sagen, ist ein bisschen hübscher, ganz ehrlich. Einfach weil
die Stadt allein schon viel hübscher war als alles, was es an Städten in Chronos Art gab. Die Sprites und so sehen genauso cool aus, finde ich. So, hier haben wir das. You gathered the herbs for Flora. Genau, Flora hieß sie. Right, this should be enough, I'd say. I should get back as quick as I can. Flora's going to be waiting. Oh ja, die wird bestimmt warten. Okay. Ich kann mir auch schon vorstellen, was jetzt genau passiert als nächstes in der Story. Weil ich habe den Trailer zum Spiel gesehen und da wird ja direkt was gezeigt. Storytechnisch. Deswegen stellt euch auf Dramatik ein. Oder so. Okay. Also das mit den fehlenden Kampfanimationen, dass der Kampf startet, nervt mich echt, ganz ehrlich. Ich würde unten auch die Truhe haben. Lächelt mich so an. So, okay, Spirit Suppression ist schon mal geschafft. Jetzt fehlen noch die Schleime, aber die sieht man hier kaum einfach. Das mache ich dann wahrscheinlich offscreen oder so, weil ich habe jetzt keinen Bock, das jetzt noch zu machen. So mitten im Part. Ist einfach irgendwo Zeitverschwendung. Wir sind einfach schon Level 11. Und wir haben noch kein anderes Teammitglied. Sehr schön. So, erstmal geben wir die Quests ab. So, ja. 300 Gold und ein Life-Armlet. Sehr schön. Dann würde ich sagen, rüsten wir das nochmal aus. Es ist aber schon Ausrüstung, oder? Life. Genau. Man kann sehr gut sehen, was das verändert. Also, ja klar, es gibt mehr HP, aber ja, okay, die Zahl davor ist ja auch egal. Das ist dann nur der aktuelle HP. Stimmt, okay, das ist klar. Ja, nehme ich definitiv. 50 plus, steht auch da unten. Das ist definitiv sinnvoll. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal das Zeug ab. Oder gibt es noch was Cooles? Wir haben jetzt einiges an Geld, deswegen könnte ich mir so ein Buster Sword schon kaufen. So, ja. Jo. Gut, und das hier kaufen wir uns auch. Das geht ja noch genau. Bestimmt voll der Fehler, weil es in der nächsten Stadt schon besseres Zeug gibt und wir da jetzt eh gleich hinkommen, aber ist mir doch egal. So, sehr schön. Das ist auch, ja, das ist definitiv besser. Wundervoll. Und die ist auch deutlich besser. Perfekt. Okay. Also, es läuft. Wir haben schon ganz gute Ausrüstung jetzt. Es läuft definitiv. Wo waren jetzt die Floor nochmal? Du warst das nicht, oder? Nee, du warst Doggy. Magst du Hunde zufällig? Nur mal so als Frage. So, warte hier. Hey Floor, I've brought the herbs. You handed... Oh, okay, alles klar. Oh, hello Isle, that was very quick. You think so? Even I can be swift sometimes, no problem. If you say so, oh, tomorrow's your coming of age ceremony, isn't it? Little crybaby Isle, an adult, I can't believe it. You can forget all that now, I'm not like that anymore. It wasn't so long ago though, was it? Well, nee, we'll be able... Was? We'll... Oh Gott, ey. Ich hasse es, Englisch zu lesen. In Let's Plays. Ich hab auch ein bisschen Kopfschmerzen. Jetzt kommen die Ausreden, aber nee, komm, das ist halt wirklich... We'll all be relying on your... On you once you're an adult. Rely on me as much as you want. See you soon anyway. Ah, wait a minute. Huh? These are freshly made. Take one with you as thanks for helping me today. Can I really have one? Thanks. They are foreign sweets. They are great for giving you energy boost. Piece of Yomogi Mochi. Okay. Die geben mir jetzt... Also Energy Boost stand da. Erhöhen die meine Energie oder was? Für immer. Restores one... Ah nee, ah, alles klar, okay. Ich dachte jetzt, die erhöhen das oder so. Aber nee. Ist einfach nur... ein geiles Heil-Item. Das ist auch sehr schön. Gut, was soll ich jetzt machen? Is that somebody crying? It sounds like it's coming from behind Floor's house. Hallöchen. Du wahrscheinlich. Dein Hut ist da oben, oder was? So.
Ah, auf R kann man einfach saven. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Das ist sehr praktisch. Aber, ach so, okay, das wird angezeigt, wie man stehen bleibt. You're Mina from the house down there, aren't you? Sorry. What are you doing crying in a place like this? Oh, my head got blown away. Your head? Where to? Bist du blind? It's right at the top of those boxes there. I loved that head and my mom only bought it for me a few days ago. I see. Right, leave it to me. Just wait a minute. Okay, the head should fall down if a stiff breeze blows under it. Whoosh. Ah. Es hat er gerade gepustet und der Hut kam runter bestimmt. Wow, that was brilliant. Are you the god of the winds? Don't tell anyone, will you? Okay, thanks, I'll... Let me give you these. I found them here not long ago. Recipes for life, armlet and age jelly. That's schön. Thanks, take care on your way home, won't you? Okay, see you, I'll... That's not the real story, you know. It's later than I thought. Time to head home. Also, kann er Windmagie wirken oder was? Und es ist ein Geheimnis oder wie sieht das jetzt aus? Das kam mir halt gerade so vor. Weil er sagt, ja, erzählt's niemanden. Und er hat an einen Windstoß quasi gedacht und ja, schon kam es. Wo ist mein Zuhause eigentlich? Wo lebe ich? Ach so, stimmt, oben in diesem komischen Waisenhaus, was auch immer es war. Das war's hier, oder? I'm back. Ah, hello. Dinner's ready. Ah, stew today. Yeah, your favorite isle. Tomorrow is a big day for you, so eat plenty and get lots of rest tonight. Thank you, Shaley. What's with all this sudden formality? Come on, let's eat. Go and fetch the priest and the children for me. They're on the second floor. Okay. So, alles klar, machen wir. Kommt ihr runter, Hallöchen. Priest, it's time to eat. Ayel, is it curry for dinner? No, it's stew. Oh, das ist seine Kinder, ob sich das war der Priester. Ah. Wow, Yuko, your sense of smell is great. Today it's stew. Told you. Come on, let's go down the dining hall. Okay. You really have grown up, Isle. Well, I can't be a child forever. By the way, it seems that a fair breeze has been blowing here again today. Do you mean that thing with Mina's head? Yes, her mother asked me to say thank to you. It was nothing special. I just thought that it would be good if there was a bit of a breeze, that's all. That might indeed have been how it was. On the other hand, though, it could well have been something else. Huh? Everything is the will of the Grimoires. Anyway, let's go and eat. If we stand here talking like this, that delicious stew of Shaley is going to get cold. Yes, the priest's face just now. Ah, maybe it's nothing. Was hat's damit auf sich? Irgendwas verheimlicht er oder so? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich wieder Shaley. Come on, you're awake, are you? You're awake early today, good. Well, today of all days. Just tell me something, Shaley, before you checked if I was awake or not. Did you yell at something? Maybe I did, and maybe I didn't. What are you talking about? Have you got time to be worrying about things like that? Today is an important day, you know. Es ist wahrscheinlich gar nicht Shaley, die ihn da gerade quasi wachgerufen hat. Wahrscheinlich war das bestimmt irgendeiner von den Grimoires, schätze ich mal. Also ich weiß auch irgendwie, im Trailer stand, glaube ich, da, man freundet sich mit denen an und bestimmt freundet sich Aya mit dem Wind-Grimoire an oder so. Und deswegen kann er den Wind kontrollieren. Irgendwie sowas in der Richtung kommt bestimmt. Weil ich meine, im Kampf kann ja auch Windslash war das, oder? Ich glaube, ja. Also, ja. Irgendwie sowas in die Richtung. So, you better go and see the priest. Don't waste any more time. I'll be on my way as quick as I can.
Gute Idee. So. Hier ist nichts mehr oder so. Die Kinder sind auch weg. Die sind bestimmt schon unten und warten auf mich. Good morning, Aya. Today is the day. Your coming of age ceremony. Yes, to be honest, it doesn't really feel like today is anything special, though. This is the end of one part of your life, and the beginning of the next. Perhaps you will begin to feel something when you realize the various responsibilities you'll have. Maybe I will. You will, no doubt about it. Anyway, the coming of age ceremony always begins from sunset. There are still plenty of time. I'm sure there are spiritual preparations you need to make. When you are ready, please come to me. Yes. Was? Das war jetzt... Okay, nein, Moment. Sagen jetzt die Leute in der Stadt noch irgendwas anderes, wenn ich mit denen rede oder so? Ich weiß es nicht. Ich mache so ein paar Stichproben, würde ich sagen. Okay, ich weiß nicht mehr, was der gesagt hat damals. Ja, die sagen alle ein bisschen was Neues scheinbar. Cool. Das war ja in Chronos Arc auch nicht wirklich... Okay, das ist das gleiche noch. Das war ja in Chronos Arc auch nicht wirklich so. Das waren eigentlich immer die gleichen Texte, die Leute in der Stadt gesagt haben. Bloß manchmal, wenn irgendwas in der Story passiert ist, haben die Texte geändert, aber größtenteils waren es eigentlich die gleichen. Ja, aber ich gehe jetzt nicht nochmal zu jedem und rede mit allen. Ich will nur kurz hier so ein bisschen quasi gucken. So, hier ist Maggie. Wo ist denn eigentlich Mina? In welchem Haus? Hier nicht. Der hat gesagt, irgendwie ein Haus weiter unten. Das hier? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Okay. Ja, ich schätze mal, wir können jetzt nicht mehr machen, oder? Deswegen würde ich sagen, gehen wir zu dem Priester und sagen, wir wollen einfach... Moment, anfangen. Aber hier oben... Ja. Ah, das ist ein Hund. Er sah halt aus wie irgendwer aus dem Augenwinkel, wie so ein Typ mit einer schwarzen Kutte irgendwie. Are you ready, Isle? Yes, let's begin the ceremony. Right, first then let's go to the holy shrine on the other side of town. Ah, das ist also ein Schrein. Das sah für mich gestern aus wie so ein Lager, weil das war halt alles... Hier sind überall Krüge und Kisten und so. Und ich habe auch einiges gefunden, aber egal. Krimoa, who rules over the skies. We will now conduct a coming-of-age ceremony. We will initiate this person as a descendant of your line. This person, Aya, was born 15 years ago, and his soul is sound. This sounds like it's going to take a long time. Oh my god, this is terrible! What is the matter? It's terrible, hast du schon gesagt. There's a demon attacking. What? He's going around setting fire to the town. Priest, let's go, Aya. This is terrible. Warum brennt es hinter ihm? Wie kam er da jetzt raus? Egal. How could this have happened? Ah, what about the children? And Shaylee, are they safe? I need to get to the... back to the church right now. Okay, wo ist der Demon? Ich will ihn plant machen. You can't go any further, the flames out of too fierce. Okay. Coole Musik mal wieder. Gefällt mir. Sehr atmosphärisch. Hier oben ist auch nichts mehr wirklich los. Der Meister ist auch nicht mehr da. Und die Leute aus der Stadt sind entweder alle in ihren Häusern und brennen ab oder die sind irgendwo anders hingegangen. Vielleicht evokiert oder so. Aya, we are scared. Don't worry, everything is alright. Where's Shaylee though? She went out. She said she was going to help the townspeople. I think she's behind the church. Da war ich doch gerade. I see. Shaylee and I will take care of things here. You and the other children run away with the priest to the pond on the edge of town, right? Okay, Aya, don't die. Of course I won't. I'll meet you at the pond with Shaylee as soon as I can. Wait for us there, right? Right. Okay. Und hier hoch komme ich nicht mehr. Wow.
dass das... Wow. Einfach random eine Flamme hingesetzt, ist auch toll. Eil! Where are the children? Don't worry, they were all safe inside, but just in case I told them to escape. That's a relief. What about Shaylee, though? Apparently she's gone to help the townspeople. I'm going to go and look for her. Alright, I'll take care of the children then. Please, that would be a great help. Okay. Help! That voice, Shaylee. I'm coming, hang on. Diese Kamerafahrten manchmal. Ah, da ist sie. Aber die war gerade eben noch nicht da. I'm scared, I want my mom. It's okay, you come with me, we escape together. Shaylee! Isle, I need you to help Mina. Oh no, I can't reach you. We'll be okay, go, escape while you can. As if I'd ever do that. Oh, das Feuer kommt näher. Ja! Shaylee! Oh my, why is there nothing I can do? Desire Creator. What? Das ist bestimmt so ein, Primaura, oder? You, do you desire greater strength? Yes, I want more strength. Yes, I do. I want the strength to be able to rescue Shaylee. In that case, become my partner. Come on, shout out my name. My name is... No Guards. Wow. Wo ist er das jetzt? Where is this? Am I dead? What are you going on about? Sorry, Shaylee. I'll get up right now. You're so sloppy and slovenly. Das kenne ich nicht als Wort. Don't get so angry with me. Ja, das war klar. Da ist jetzt so ein kleiner Drache. Das ist bestimmt so ein Primaura. Are you woken up? Shaylee, Isle's awake. Isle, I'm so glad. Shaylee, where is this? It's a church. There was no damage at all to the town or to the church. Ja, natürlich. Die ganzen Häuser haben gebrannt, aber es gab keinen Schaden. Definitiv nicht. Sorry. Den Schaden hat sie wahrscheinlich im Kopf, weil sie denkt, es gibt keinen Schaden. Thanks to me. Boah, meine Stimme, es tut mir leid. So, und das ist der Creamower oder was? Wahrscheinlich der Wind-Creamower, der über Wasser, weil er ist so blau, der die ganze Flamme ausgemacht hat. Well, in fact, it's all thanks to me. Ja, sehen sie in den Augen gerade. What's the matter? Why did you suddenly yell like that? Does somewhere hurt? No, but... Wahrscheinlich könnt ihr den gar nicht sehen, nur er, oder? You will not make her understand. The Lord can't see me, you know. No, it's nothing. Are you sure you're not hurt somewhere again? Anyway, I'll go and get you a drink. Who are you? What do you mean, who are you? I'm a god. A god? That's right, you know me as the Air Creamower, I think. A Creamower? That's right, my name is No Gods. But I thought Creamowers were big dragons, much bigger than you. You're lacking in manners, aren't you, young man? This is just my temporary appearance. In reality, I'm as godlike as any god could be. Even so, you're not like I imagined. You really are lacking in manners. But how come I can see you, but Shaylee can't? That's because you're my partner. Partner? You wanted strength, didn't you? If a Creamower forms a partnership with a human with strong feelings, then that person can make use of the Creamower's strength, of his power. So, back then... Yes. Of course, strong feelings alone are not enough to make a partnership possible. There are other conditions as well. Conditions? One of the conditions is that my partner must have inherited my blood. Blood? You can sometimes hear the voices of the people of the town, can't you? Isn't that normal? Not their normal voices. Ah, the request to the Creamower statue. You can hear the voices of the townspeople in their times of trouble. That shows that you have a strong connection to me. I'd say that you should be able to create new things with just a few materials. You don't know it, but that's because you are drawing on my power. Is that what it is?
Yes, anyway, let's get back to the main point. Also scheinbar mag das Spiel das Wort anyway wieder sehr gerne, wie auch schon Chronos Arc. So, I was attracted by the strength of your will and I formed a partnership with you. And now I've got something I want you to do for me. Am I hearing straight? You, a god, want me to do something for you? That's right, I know you, who was responsible for the attack. Well, to be accurate, I think I know. So, I want you to come with me and catch the criminal. But someone like me, I can't do something like that. Oh, you can. You have a strong will. You can do it. And what's more, I'm sure that the other Grimoires will be forming partnerships with humans, just as I've done. How do you know who it is, though? Sorry. Because the criminal is also a Grimoire. It's the Fire Grimoire, Rednaught. Amongst all of us Grimoires, he was the strongest. If it turns out that he's been attacking the other towns like he did here, then I'm sure the other Grimoires will be trying to form partnerships too, so that they can go out and find him. Huh? We are the guardians of our respective towns because of a battle with... Sorry. With Rednaught way back in the past, our powers are weak now. So normally we can't go outside our towns. But if we form partnerships, going outside becomes possible. Ah, natürlich. This is logisch. It sounds like there are downsides even to being a god. You could say that. Anyway, schon wieder. What are you going to do? Are you coming or not? Is not going really an option I can choose? I'd like to be able to say that you have no choice, but in the end, it's all up to you. I see. Okay then, I'll go with you. Really? Yes, I'm not sure I'll be of any use, but if you think I can help... Plenty of spirit. That's what I'd like to see. Right, let's not waste any time. Hang on, I want to say goodbye to everyone before I go off. I suppose saying goodbye is important. Right then, I'll be waiting here. Come and find me when you've said your goodbyes. Okay. Alles klar. Dann sagen wir zu allen goodbye. Würde ich sagen. Gesetze. Was? Ja, nicht alle Adults. Gut. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part dann weiter. Ich rede jetzt auch hier mit dem Priester und mit Shaylee. So. Shouldn't you be taking things easy in bed? What's the problem? Well... What do you think, priest? Haha, priest? Sorry, I was just remembering the old days, when you were left here, Isle, when you were still just a baby. As I held you in my arms, I felt such a pleasant breeze blowing on me. I did feel that it was a message from the Grimoire. But little did I think that I was holding a child born to such a great destiny. Please stop that, priest. Boys grow up by making a journey. You should go where the wind takes you. It will be the road you should follow. Thank you, priest. I always thought of you as my little brother. You've grown up into a handsome young man, though. Shaylee. Off you go. Come back and see us at any time. I'll always have some stew ready for you. Oh, this is juice. Yes, okay. Oh, nearly forgot, Isle. Take these. I should really have given them to you at the coming of age ceremony. Pair of Amenbo shoes. Okay. Shallow water. Ja, das habe ich schon gedacht. Alles klar. Okay. I will. Alles klar. Ja, was noch? In the towns of the world, there are places called inns. They are play. Ja, das ist mir schon klar. Okay. Dip. Alles klar. Okay, I will. Wundervoll. Sehr schön. Ja, da, also, Robbery würde ich da nicht zutrauen. Definitiv nicht.
dafür ist er zu gut. Ja, im nächsten Part reden wir noch mit den anderen Leuten anstatt, würde ich sagen. Oh. Okay. Tartaros, wer der Earthgrimmauer ist. Okay, sehr schön. With no guards. Sehr, sehr schön. Ah, und der Level sogar mit. It's time to head east. To look for a partner. Das ist cool. Das heißt, der kann auch leveln. Interessant. Ah, und hier kann man Klimoa. Kann man die auch ändern? Dass ich jetzt meinetwegen No-Guard zu meinen anderen Teammitgliedern dann gebe oder so? Scheinbar, weil man kann hier Klimoa auswählen. Interessant. Ja, gut. Ich habe auch gedacht, dass Shaylee mit in unser Team kommt, aber scheinbar nicht. Zumindest noch nicht. Mal gucken, was noch kommt. Gut. Im nächsten Part werden wir dann nochmal ein bisschen durch die Stadt gehen, mit allen reden und so. Und, ja, dann mal gucken, was wir machen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann, ciao. Euer B-Roll, tschüss.